Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser Haushalt, Herr Minister, pulverisiert eines der größten Versprechen der Ampelkoalition. Und dieses Versprechen begann im Wahlkampf mit einem Plakat: Digital first, Bedenken second. Ein gutes Plakat, ein guter Spruch. Nach dem Plakat kam der Koalitionsvertrag. 218 Mal kommt in dem Koalitionsvertrag das Wort digital vor. Nur 198 Mal das Wort Klima und nur 121 Mal das Wort sozial. Dann kam der Digitalminister Wissing, der erste Digitalminister in unserem Land, und jeder hat gedacht, jetzt geht's los, Deutschland startet durch. Heute, 2 Jahre nach der großen Fortschrittskoalition, schreiben die Medienhäuser in Deutschland Folgendes über ihre Digitalpolitik: ZDF, Digitalisierung, Schneckentempo reloaded. Süddeutsche Zeitung. Also so tragen Sie das doch bitte vor, was Sie vortragen möchten, aber jetzt nicht die ganze Zeit Plakate hochhalten. Die FAZ: Kürzungen des Digitalbudgets schaden dem Land. Heise: Budget um 99% gekürzt. Kritik am deutschen Digitalsparpaket. Meine Damen und Herren, ich frage mich, wie kann man so ein Thema mit so einem Anlauf in kurzer Zeit so dermaßen an die Wand fahren? Jetzt waren wir im Bereich Digitalisierung bei uns in unserer Zeit auch nicht immer an der Spitze. Aber mit Ihnen fallen wir noch zurück. Ihre ambitionslose Digitalpolitik ist ein Armutszeugnis und schadet unserem Land. Ich kritisiere Sie, Herr Wissing, nicht dafür, dass Sie sparen. Wir müssten auch sparen. Ich kritisiere Sie dafür, dass Sie im Bereich der Digitalpolitik nicht priorisieren, dass Sie keine Schwerpunkte setzen und auch nicht erklären. Und Ihre Rede von eben war ja das beste Beispiel dafür. Sie haben mit keinem Wort die Kürzungen im Digitalbereich erwähnt. Dabei sind ja mehrere große Elefanten hier im Raum. Nehmen wir mal einen ganz großen, das Thema Glasfaserausbau. Die Frage, die sich doch stellt, ist: Reichen die weniger Mittel aus, um alle Zusagen, um alle politischen Versprechungen im Bereich Glasfaserausbau zu finanzieren, ja oder nein? Oder gibt es wie im letzten Jahr einen Förderstopp? Und diese Frage stellen nur ich nicht, sondern diese Frage stellen sich Länder und Kommunen im ganzen Land. Die brauchen nicht nur mehr Geld, die brauchen vor allem Planungssicherheit. Und diese Planungssicherheit haben sie mit der Bundesregierung nicht. Und das, was im Moment im Bereich Verwaltungsdigitalisierung abläuft, 99% Kürzung im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, ist auch ein Desaster für die Bund-Länder-Beziehungen. Und es gilt der Satz: Wer sich auf diese Bundesregierung verlässt, ist verlassen. Aber jetzt komme ich zu Ihren eigenen Haushalten. Wo ist die Priorisierung? Wo ist die Schwerpunktsetzung? Und Sie haben die Digitalstrategie erwähnt, Herr Wissing. Das ist keine Priorisierung. Es ist ein Sammelsurium von Einzelprojekten, die die Ressorts gemeldet haben, denen Sie dafür auch zusätzlich Geld versprochen haben. Das Digitalbudget steht im Koalitionsvertrag. Das Digitalbudget ist nicht gekommen. Stattdessen macht die Regierung genau das Gegenteil. Sie kürzt die Mittel. Und in dieser Situation bräuchten wir jetzt einen starken Digitalminister, der entscheidet, was stehen bleibt und was nicht. Weil wenn es da keinen gibt, dann macht es der Rasenmäher. Und wenn ich in Ihren Haushalt schaue, dann sehe ich, dass da der Rasenmäher drüber gegangen ist. 25% Mittelkürzung im Bereich digitale Infrastruktur. Sie geben nur noch 2% Ihres Haushalts für Digitalprojekte aus. Lieber Herr Wissing, Ihr Ministerium heißt Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ich würde Ihnen raten, langsam mal das Klingelschild abzumontieren, das Digitale zu streichen, weil langsam wird es lächerlich. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich hoffe, dass wir in den Haushaltsverhandlungen diesen Haushalt noch verbessern können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nur sagen,
Es ist etwas schwer, von hier aus immer genau zu überblicken, was Sie da nun gerade hochhalten. Ich unterstelle Ihnen gar nichts Böses, aber Sie wissen, dass da schon so manches passiert ist, was nicht unbedingt der Würde dieses Hauses entsprach. Es ist heute irgendwie der Tag der Plakate. Ich bitte Sie wieder, auf Ihre Rede zurückzukommen und mit Rede und Gegenrede diese Argumentation weiterzuführen. Als nächstes erhält das Wort Metin Hakverdi für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin!